Was haben wir denn hier? Ein kleiner Bachlauf, ein See und Blumen. Blauer Himmel, schöne Berge im Hintergrund. Wow. Und da Black Beauty und seine Herde. Ja, das ist so schön. Und damit hallo und willkommen zurück hier zu einem kleinen neuen Projekt. Ich habe ein ganz neues Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Ich spiele Minecraft zum allerersten Mal als überhaupt jemand hier auf der Welt. Niemand kennt dieses Spiel, das ist noch ganz neu und ihr werdet später sagen, zuerst bei Beneos gesehen. Das ist natürlich völliger Bullshit. Ihr wisst genau, was Sache ist, ich weiß auch, was Sache ist. Und ja, euch hat The Forest so gut gefallen, dass ich die Idee hatte, Minecraft zu spielen, aber ich spiele es nicht, weil alle Leute es gerade spielen. Deswegen sollte man es ja gerade nicht spielen, sondern ich spiele das, weil ich es bei anderen Let's Playern gesehen habe und ich fand es ziemlich interessant. Minecraft ist an mir vollkommen vorbeigegangen, von vorne bis hinten. Und ja, jetzt habe ich aber irgendwie Lunte gerochen und ja, ich bin Ewigkeiten zu spät und das wird, oh, was ist das? Und das wird nur ein, das ist der Zonk in Schwarz, der mich hier verfolgt durch den Wald. Das wird nur funktionieren, wenn ihr mitmacht. Du, der das gerade hier guckt, denn ich bin der blankeste Minecraft-Noob. Ich habe gerade so viel reingelesen und angespielt, dass ich, naja, dass es jetzt nicht peinlich wird und ihr euch nicht an den Kopf schlagt. Aber, alles Weitere entscheidet ihr. Ich werde jetzt hier, ich bin jetzt hier im Singleplayer-Map, absolut Vanilla, absolut ohne alles. Ich habe euch auch versprochen, einige haben es vielleicht mitbekommen, dass ich ein Community-Projekt starten möchte. Mit Minecraft quasi. Mit allen Leuten zusammen hier in der Community irgendwas Großes bauen mit dem Modpack. Vielleicht Hexit oder Tackit oder eine Captive-Session. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ihr entscheidet. Aber bevor ich überhaupt mit sowas starte, bevor ich mir einen Server besorge und alles organisiere, möchte ich zumindest wissen, worum es eigentlich geht. Und zumindest schon mal verstehen, was Sache ist. Deswegen fange ich an. Und ich werde viele Fragen stellen, ich werde mich richtig dumm anstellen, das kann ich dir versprechen. Und ja, wenn das der Fall ist, dann schreibe es. Ich bin mir bewusst, dass ich der schlechteste Minecraft-Spieler der Welt bin und so ist das auch in Ordnung. Ich möchte mit euch hier etwas aufbauen. Ihr entscheidet, wo es lang geht, ob es überhaupt weitergeht, was Sache ist und wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Mein Auftrag für diese Session ist erstmal die erste Nacht zu überleben. Und ich will mal sehen, ob das so funktioniert. Ja, diesen Seed hier, also diese Map, ich habe reingeguckt, habe gesehen, okay, das sieht ganz interessant aus und das war es dann auch schon. Eine Höhle. Ich höre es schon klatschen in euren Gesichtern, von hier durch ganz Deutschland. Deswegen gehe ich da lieber nicht rein, wir wissen genau, wie das dann aussehen wird. Ich brauche, glaube ich, Kohle für den Anfang, ne? Oh, Lava. Wow. Ich hab alles noch nie gesehen. Diese Karnickel, die habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das soll Karnickel sein, oder? So, okay. Ich brauche Kohle für Fackeln und Fackeln machen es hell. Und hell ist Leben. Und Leben heißt länger weitermachen. Ich brauche Holz. Und jetzt muss ich mir zuerst eine Werkbank bauen, damit ich mir so ein Grabedings da basteln kann. Ne? Eine Hacke. Okay. Ich muss mal gucken, wo ich mir für die Nacht einen Unterschlupf baue. Was ist das? Ist das irgend so ein Facehugger aus Alien? Nein, das sollen Tintenfische sein, oder? Greifen die mich an? Sind die gefährlich? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich jetzt in der Hand? Ein Apfel? Den kann ich, glaube ich, essen, ne? Kann ich den essen? Apfel sagt nein. Und wieso hänge ich hier am Baum fest? Ah! Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt hier in den Dreck graben sollte oder vielleicht erstmal weiter gucken, ob ich noch eine Höhle finde oder sowas, wo ich, ja, Kohle finde. Krass, ey. Aber es sieht schon ziemlich cool aus, oder? Ich glaube, hier kann man hier in den Berg und mit dem Wasser und so, da kann man sicherlich was bauen. Einige von euch haben schon gesagt, hey, dann kannst du doch bestimmt mal so eine Unterwasserwelt bauen. Oder dich oben in den Bergen verlustieren, die Minen von Moria nachbauen, was auch immer. Ihr entscheidet das. Postet einfach rein, was Sache ist, was ich tun soll. Alter, krass. Eine Höhle unter Wasser. Wasser, Unterwasserhöhle. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Und die Sonne geht wahrscheinlich langsam unter und wahrscheinlich werde ich jetzt einfach sterben, so wie das immer der Fall ist. Mann, Mann, Mann. Hier habe ich ja epische Mammutbäume. Krass. Und hier sind wahrscheinlich schon die ersten Creeper dann, wenn es dunkel wird. Whatever. Weißt du was? Ich, ja, mach's einfach mal. Ich werde mich jetzt mal hier reingraben. Jetzt bin ich schon auf Stein gestoßen. Hier ist nichts.
nichts Geiles und nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, du hast recht, ich sollte erstmal anfangen. Genau. So, zup. Und dann nehmen wir die ganzen Planks mal da raus. Mit STG kann ich die, glaube ich, auf alle auf einmal schnappen. Oh Gott, das wird noch viel Arbeit hier, das sehe ich jetzt schon. Und jetzt kann ich die zu, genau, Sticks auf. Und dann nehmen wir die Stöcke. Stöcke bedeuten Macht. Denn mit diesen Sachen können wir dann Sachen bauen. Genau, so, alles. Warte mal, wenn ich jetzt vier Dinge zusammenbaue, kann ich mir so ein Ding bauen. Jawohl, das habe ich nur so guckt, so weit war ich auch schon. So, das packen wir uns dann mal hier rein, so. Und dann baue ich mir jetzt hier einfach erstmal ein Ding hin, um mir was zu bauen. So, und jetzt will ich ein Lob hören. Ben, du stellst dich ja doch nicht so doof an, oder? Ich habe keine Ahnung. So, sieht nach einer Hacke aus. Genau, mache ich mir gleich nochmal eine zweite, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Nummer sicher ist gut, Number Safety ist besser. Nehmen wir das Ding jetzt hier und legen los. So, wir werden uns jetzt hier einfach mal, obwohl mit der Hacke kann ich Steine, ja, mit der kann ich Steine auflösen. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn. Vielleicht finde ich ja hier rein zufällig. Ja. Ich glaube, ich kann mir auch Holz selber machen, ne? Wenn ich Holz verbrenne und Kohle selber machen, ne? Oh Gott, wie geht das nochmal? Ich habe gar nicht groß Zeit, hier groß rumzumoderieren, denn ich... Oh, ich habe Kohle gefunden! Ich habe Kohle gefunden! Ah, Entschuldigung. I'm the luckiest guy on earth, wirklich. Oh, und so viele. Hacke ich doch gleich wie ein Berserker. Hier werde ich mein Imperium starten. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, um zu überleben. Oder so. Kohle, sehr geil. Mit Kohle ist immer gut. Nicht nur in der Tasche oder auf dem Konto, nein, auch im Gepäck für die Anti-Creeper-Kampfeinrichtung. Ich glaube, die spawnen nicht direkt in mir, ne? Wenn es jetzt hier so dunkel ist. Aber wenn ich mich dann umdrehe, dann steht er hinter mir. Wetten? Kann ja nur so sein. Okay. So. Ich bin noch so verwirrt. Ich bin noch so jungfräulich in dieser Welt, dass ich jetzt hier gar nicht groß... So, ich brauche jetzt erstmal die hier, ne? So, genau. Dann nehme ich jetzt mal vier von denen. Ich glaube, ich brauche mehr. Na, oh Gott. Aber ich glaube, das mit der Steuerung kriegt man relativ schnell hin, oder? Ich hoffe doch. So, okay, das sollte reichen. So, und jetzt nehme ich doch jetzt erstmal, ja... Mache ich mir erstmal ordentlich Fackeln. So. Bam. Eigentlich haben wir doch jetzt das Wichtigste schon rum für die erste Nacht. Oder habe ich jetzt irgendwas Fundamentales vergessen? Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr gerade eine Pferdeherde durch mein Zimmer rennen hört, dann ist das meine abgefahrene Katze, die den ganzen Tag geschlafen hat. Aber jetzt, wo ich die Aufnahme starte, weißt du, da geht bei ihr der Rage-Mode an. Die ist auch so amused über meine Minecraft-Fähigkeiten. Okay. Joa. Ich weiß, das ist hier, erstens, das ist nur Temporary Shelter, ja, das ist nur erstmal, um klarzukommen. Ich mache jetzt mir ein bisschen Licht, damit nachts nicht hier komplett alles zugezombt wird mit Infizierten. Daisy spiele ich nämlich genug. So, hier oben kommt auch noch eine Fackel hin. Okay. Joa, ich würde sagen, ich baue mir erstmal eine Höhle hier, ne. Erstmal gehen wir jetzt hier ganz geschmeidig, bauen wir uns doch jetzt mal hier was auf. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, also bitte ganz viel Kommentare, nur so funktioniert es. Ich habe nämlich keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt erstmal nach Eisen suchen? Weil ich habe echt wenig gelesen. Ich möchte das wirklich mit euch machen und ihr könnt echt voll auf, ihr könnt mir euer komplettes Pro-Wissen, ihr könnt so richtig auspacken, ihr könnt einfach alles auf den Tisch legen, was ihr so drauf habt, Minecraft-technisch. Soll ich jetzt nach Eisen graben oder was macht jetzt mehr Sinn? Oder soll ich jetzt erstmal, ein Schaf suchen, damit ich mir ein Bett bauen kann? Oder Essen? Ich brauche Essen. Aber ich glaube, wir haben so viele Tiere da gesehen, die kann ich doch, glaube ich, essen alle, ne? Ich weiß zumindest, dass ich jetzt erstmal einen Ofen brauche, ne? So einen schönen Ofen, mit dem ich dann mir Sachen zusammenbrutzeln und so schmelzen kann und Essen kochen kann und so, ne? So, bauen wir jetzt hier erstmal die schöne Hütte so ein bisschen zurecht. Hier gibt es ja auch keine Kannibalen, wie bei The Forest.
Das heißt, ich brauche nicht mit einem Ohr hinter mich hören, ob nicht irgend so ein abgefahrener Nackter angerannt kommt. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich nenne das Ganze auch übrigens Gronk-Style, weil der das, glaube ich, genauso gemacht. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Wie gesagt, Minecraft ist eigentlich völlig an mir vorbeigegangen. Der gute Gronk hat es ja zum Schluss total übertrieben mit seinem Reich. Ich weiß gar nicht, er hat fast einen eigenen Planeten aufgebaut mit allem Schnickschnack. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch, auch nur ansatzweise in sein Niveau und in die Richtung zu gehen. Aber die Idee dahinter, die finde ich ganz geil. Also so kann ich mir das schon vorstellen. Bauen wir doch mal hier erstmal ein bisschen Licht hin, ne? Hier daneben, so. Machen wir doch mal hier erstmal einen schönen, soliden Raum, auf den wir dann aufbauen können. Wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, so zu sein wie er und es auch irgendwie so hinzukriegen wie er, aber ich habe Bock drauf, mit euch hier was zu bauen. Zum Beispiel, ihr könntet jetzt sagen, lasst den Scheiß hier komplett stehen. Bau die Hütte nicht weiter, geh einfach raus auf den Berg und such nach irgendwas Bestimmten. Nun würde ich das sogar tun. Oder, wie gesagt, geh unter Wasser. Ich weiß zwar nicht, ob ich tauchen kann, das müsste ihr mir dann auch sagen, ob man unter Wasser Sachen bauen kann, ob das Wasser dann ganz normal verdrängt wird, wie wenn man im Wasser baut. Wird sich dann zeigen, wie ihr Bock habt. Und wenn du einen Kommentar gelesen hast, der deiner Zustimmung entspricht, der genauso ist, wie du es gerne hättest, dann like den doch einfach. Dann sehe ich, okay, das ist auch was für euch. Und schreibt, was ihr davon haltet und wie das Ganze laufen soll und was ich tun soll. Vor allem, was ich jetzt als nächstes machen soll. Soll ich jetzt einfach mal in die Tiefe graben und gucken, was für mehr Erze ich finde? Wie geht ihr vor, wenn ihr so eine Map anfangt, ganz am Anfang? Ich weiß es nicht. Ich bin auf euch angewiesen. Und das meine ich absolut ernst. Auf der einen Seite könntet ihr jetzt sagen, Mann ist der faul, der lässt alles für sich machen. Aber ehrlich gesagt finde ich das gerade das Schöne mit euch, hier was zu bauen. Nee, Andesit? Was ist denn Andesit? Siehst du, das kannst du mir zum Beispiel mal reinposten. Was ist Andesit als Kommentar? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt googeln, Google Andesit. Aber es ist viel schöner, wenn ihr das sagt. Oh, es ist schon Nacht. Ach du Scheiße. Creeper Time. Ich werde mir mal eine Tür bauen. Ich glaube, das wäre taktisch klug, ne? Für alle Fälle Stefanie. Das muss immer drin sein. So und so, so. Und jetzt, wie baue ich mir nochmal eine Tür? Ich baue mir eine Tür. Eine Tür, wie sieht die denn aus? Eine Tür sieht so hier aus. Ist das eine Tür? Ich bin der König der Welt. Ich habe eine Tür gebaut. Seht und staunet. Benäos baut eine Tür. Na, wenn das mal... Also, ich habe das Spiel jetzt quasi durchgeschafft. Sieh mal, Ikea. Ikea Kamprad oder wie auch immer du heißt. Der Erfinder von Ikea, wollte ich gerade sagen. Der Gründer von Ikea. Kann stolz sein auf diese Tür, die ich hier entworfen habe. So. Ich will jetzt mal gucken, wo diese Creeper sind, von denen alle sprechen. Spinnen. Alter. Alter, wie viele? Boah. Nein. Alter, die hat Lava. Nein. Alter. Scheiße. Ich habe echt Angst. Ich kenne die Viecher nicht. Okay. Ich weiß, du packst dir gerade den Kopf. Ich hau schon ab. Tür zu, Affe tut. Ja, baue ich doch einfach mal jetzt hier so einen Stollen. Machen wir es mal wie die Zwerge, fleißig. Baue ich so überhaupt Stollen? Ist das gut? Oder soll ich zwei breit machen? Also, ist einer okay oder zwei? Ich habe keine Ahnung. So, machen wir da hier nochmal einen Safety Light rein, damit wir auch wieder rausfinden aus der Dunkelheit. So. Wie schön. Der Stein verändert sich. Kann ich mich ducken? Nein, ich glaube, in Minecraft kann ich mich nicht ducken, ne? Wir sind so groß, wie wir groß sind. Kantig, so kantig, wie wir sind. Und wandern hier durch die Welt. Das macht schon echt irgendwie Spaß. Also ich kann schon verstehen, dass das Spiel so süchtig macht. Wenn du jetzt wirklich tun und lassen kannst, was du willst, schon echt geil. Gefällt mir wirklich. So, und
Warum nicht? Baue ich doch dann hier einfach mal so einen Durchgang, der nach unten führt. Aber erstmal machen wir hier Licht rein, sonst werden wir wieder im Schlafe totgehackt und aufgefressen von Zombies und Schlimmerem. Wie gesagt, du kannst mir sagen, ob das hier Sinn macht. Macht das Sinn, jetzt hier einfach in den Stein zu hauen und gucken, was man findet? Geht man da systematisch vor? Auf was sollte ich achten? Ich habe so viele Fragen. Also. Ja. Ich hatte nämlich auch ursprünglich die Idee gehabt, dass ich mir einen aus der Community nehme und mit dem zusammen eine Session aufnehme. Während ich mich als Vollnoob hier quasi coachen lasse. Aber ich denke, so ist das bestimmt auch ganz lustig, wenn ich immer so nach einer Folge mit euch in Kontakt trete. So, machen wir da mal hier ein bisschen Platz, damit wir hier schneller hochkommen. So. Oh, was ist das für schöne Musik? Das gefällt mir. So. Die Minecraft-Folgen werden auch nicht so lange dauern, die sind kürzer, weil ja, Minecraft-Folgen halt generell eigentlich immer kürzer sind, wie ich gesehen habe. Könnt ihr mir aber auch sagen, wenn ihr wollt, dass ich 25 Minuten aufnehme oder so, dann ist das halt so. Ich werde auf jeden Fall nicht großartig vorzocken, damit ich auf eure Kommentare hören kann. Weil es kann ja auch sein, dass ich hier nicht weitergraben soll und dann wäre es ja sinnlos, wenn ich jetzt in den nächsten, also zwei Folgen hier noch groß rumgrabe. Das machen wir dann, wenn ich ungefähr weiß, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich bin auch echt gespannt, was ihr zu schreiben habt. Auch wenn du noch nie was geschrieben hast und dich interessiert Minecraft, dann tu's doch einfach. Mich würde mich super freuen, wirklich. Weil das lebt durch euch, jetzt schon. Und das ist so, auch wenn ich mich wiederhole oder wie ein weinerlicher kleiner Ben klingt. Aber irgendwie finde ich hier nichts Cooles. Vielleicht ist es doch nicht so toll, hier jetzt groß rumzugraben. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht irgendwie Eisen finde oder so. Aber nein, ich finde nur kaputtes Werkzeug. Naja. Gehen wir doch mal hier hoch. Und ja, wie gesagt, sag mir einfach, was ich machen soll. Was war das für ein Geräusch? Ist ein Creeper hier drinne? Obwohl, die Creeper sind nur die, die sich in die Luft jagen, ne? Das war, glaube ich, eine Spinne. Ich bin so klein in dieser Welt. So ein Noob. Kommst du hier rein? Kannst du hier durch? Ach du Scheiße. Okay. So. Ja, ich brauche als nächstes ein Bett auf jeden Fall. Dafür muss ich raus. Da hole ich mir... Ich muss Eisen finden. Wie finde ich am besten Eisen? Sag's mir einfach. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich freue mich unbedingt auf jeden Fall auf eure Comments. Bis dann. Ciao, ciao. Heieiei, die erste Minecraft-Folge. Quasi abgefrühstückt. Ich baue jetzt hier meinen Unterschlupf, mein erstes Shelter für die Nacht. Und ihr sagt, wie es weitergehen soll. Deswegen keine große Abmoderation. Poste, was passieren soll als nächstes. Jetzt sofort unter das Kommentar. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich freue mich, wenn ihr mir dazu und darüber hinaus noch einen Daumen da lasst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. The taillights are fading, your feet on the ground. Bags like an anchor are weighing you down. You're more to the future, you're stuck in this town. You turn to your left and I'm standing alone, with a numbness that's lingering deep in my bones. It looks like you're gonna be